Ja, Freunde, willkommen retour. Nächster Part mit Railway Empire 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute eine ganz, ganz wichtige Mission. Und zwar braucht die Welt Bier. Das ist das Wichtigste. Und dementsprechend müssen wir jetzt schauen, dass wir von San Diego aus dem Süden Bier rauf transportieren. Zumindest mal nach L.A. Die Stars in Hollywood brauchen auf jeden Fall ein lecker Bierchen. Ja, ein bisschen weiter rauf. Jetzt wird man wahrscheinlich eher kritisch werden, weil die Distanzen so riesig sind, aber kann man sich anschauen, weil theoretisch haben wir hier so einen, wie nennt sich das, eine Lagerhalle, mit der wir dann Bier umladen könnten und rauf transportieren. Also theoretisch wäre es möglich. So, jetzt haben wir übrigens, hier hat man es kurz gesehen, eine schnellere Lokomotive, endlich. Die werden wir dann bei gewissen Linien einsetzen. Ich sage jetzt mal hier, für diese kurzen Distanzen oder so zahlt sich es nicht aus, aber gerade für die Strecke LA nach Sacramento zahlt sich es auf jeden Fall aus. Also das würde ich sagen, werden wir dann machen. Die Expresslinien sind in Gefahr im Moment, weil es natürlich dann sein kann, dass wir hier eine schnellere Lokomotive haben. So. Die wartet hier gerade und ich weiß nicht auf was, aber sie wartet. Ach so, weil die eine hier noch rauf fährt, okay. Das heißt, sobald die dann wieder umdreht, kann die andere runterfahren. Okay, das heißt, das funktioniert grundsätzlich, hier die Expresslinie in Gefahr. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man mit der KI spielt, also mit KI-Gegnern, denn wenn die dann die Expresslinie haben, dann kriegen die natürlich einen Bonus darauf, wenn sie den schnellsten Zug haben. Das wollen wir nicht. So, mit 40.000 könnte man unten das nächste Gleis bauen, das ist mal ganz wichtig, weil dann können wir hier San Diego mit Getreide beliefern und Bier produzieren. Das wird jetzt schon über diesen Landweg erledigt, aber natürlich nicht so effektiv. Deswegen, jetzt haben wir es machen können. Bauen wir das hier gleich. So, über 3800 Kilometer Strecke. Sehr schön. Neue Zuglinie. Achso, dann brauchen wir wieder Geld. Müssen wir wieder das Tempo erhöhen. Und zwar einfach von hier nach hier. Wir haben natürlich nur Fracht in dem Fall. Hier brauchen wir eigentlich keine Beladung, aber wird er sowieso nicht machen. Und dann wählen wir noch eine Lokomotive, das wird eh die Grasshopper, aber da müssen wir kurz noch aufs Geld warten. Ja, ich hoffe echt, dass jetzt schon langsam so ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. In den Tunnel wollte ich gerade sagen, aber das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber ich glaube schon. Ich habe halt echt einfach das Problem, dass ich eben schon andere Spiele in diesem Genre gespielt habe, also viel Transport Fever, aber da gab es noch ein paar andere Titel. Sid Meier's Railroads zum Beispiel habe ich ewig und sehr, sehr gerne gezockt. So, kann man bauen, passt. Und ich habe halt jetzt einfach dieses Thema oder das Problem, unter Anführungszeichen, dass ich das natürlich so in mir drin habe, dass es dann ungewohnt ist, wenn Dinge dann halt einfach ein bisschen anders laufen in so manchen Spielen. Das ist halt dann schwierig. So, wir werden hier noch einen Versorgungsturm brauchen. Jetzt ist die Frage, machen wir das hier oder bauen wir hier irgendwie ein Versorgungsgebäude dazu? Wobei Stadtgebäude sind immer schlecht, weil wir brauchen ja eventuell dann noch ich mache das hier hin. Wir brauchen eventuell dann ja noch irgendwo weitere Industrien, Fabriken oder sonst was, und dafür möchte ich keinen Bauplatz in der Stadt hergeben. Aber da können wir es mal machen. Kostet wieder 30.000, aber dafür ist sie versorgt. Das Einzige, was jetzt noch blöd ist, ist, wir haben hier unten nichts für die Wartung. Und eigentlich habe ich auch nicht vor, hier wirklich ein Wartungsdepot zu bauen. Ein Wartungsposten, Versorgungsturm. Das Problem ist eben, wenn wir jetzt hier eine Panne haben, dann wird hier nicht wirklich, also dann müssen wir warten, bis sie repariert wird, so wie hier oben. Passiert dann halt mal. Wartungsdepot benötigt, ja, das ist da oben. Aber mit der Zeit fahren die von selber wieder weiter, das heißt, dann löst sich das Problem eh in gewisser Art und Weise von selbst. So, wir haben 40.000, jetzt schaue ich mal kurz. Das Problem mit den Zügen, mit dieser langen Strecke San Francisco, nee, Sacramento, LA ist das, genau. Da haben wir zwei Züge.
Und wenn ich die jetzt austausche, muss ich beide austauschen, das ist wieder recht teuer. Kostet 49.000, aber das müssen wir fast machen, dann haben wir eben 34 km/h. Das ist schon ganz cool. Aber das kostet einiges. Die ist auf jeden Fall auch ganz gut für gemischt. Das heißt, jetzt am Anfang ist es noch nicht so. Jetzt kann man sie bauen. Am Anfang ist es noch nicht so dramatisch. Schauen wir sie uns kurz an. Aber später, wenn wir dann. Hier haben wir die neue, die John Bull. Also später, wenn es dann mehrere Lokomotiven gibt, dann sollten wir die Waren und den Fracht, die Fracht trennen. Denn das ist eben ganz wichtig, die Fracht. Da kriegt man einfach quasi. Für den Transport bezahlt. Bei Passagieren ist es ein bisschen anders. Die zahlen für die Distanz und sie zahlen auch dafür, wenn man schnell liefert. Das heißt, dementsprechend sollte man sich dann halt hier natürlich auch ein bisschen anstrengen. So, hier läuft jetzt im Moment eigentlich alles. Wir produzieren in San Diego Bier, beziehungsweise produziert wird es eh schon länger, aber wir beliefern jetzt San Diego auch noch mit dem Weizen, damit Bier gebraut wird. Und dieses Bier wird dann auch nach LA transportiert. Theoretisch könnte ich jetzt sagen, dass wir auch noch Bier produzieren. Produzieren wir hier oben nicht auch schon Bier? Cook Station. Ah ja, Gold Beach, genau. Okay, dann brauchen wir eigentlich eh nichts nach Sacramento liefern. Dann passt es eh, wenn wir nur diese Strecke hier machen und nur LA quasi mit Bier versorgen. Und dann schauen wir weiter auf unsere Heimatstadt, auf Sacramento. Und schauen drauf, was die jetzt eigentlich so benötigen. Wir sehen hier, dass wir bei 47.000 Einwohnern sind. Und damit gibt es hier schon neuen Bedarf. Die hätten gern Milch, Gemüse und Früchte. Wir haben hier unten Früchte, Gemüse. Und hier hinten wäre Milch. Milch ist ein bisschen blöder. Da müssen wir schauen, hier drüben hätten wir auch noch Milch. Das heißt, theoretisch haben wir eigentlich alles, was Sacramento so braucht. Das Problem ist, ich glaube, wir würden dann echt schon einen weiteren Bahnhof brauchen. Weil jetzt sind, glaube ich, tatsächlich, wie sehe ich das? Ich glaube, es sind nämlich jetzt alle Gleise ausgelastet. Das nur mit 0,2. Das Tier könnte man theoretisch hinbringen. Ah, das ist auch cool, da kann ich aufs Gleis klicken und sehe dann links, welche Linie hier fährt. Also Gold Beach Sacramento fährt theoretisch, aber eigentlich fahren die eh nur hier hin und dann hier wieder zurück. Das heißt, eigentlich ist dieses Gleis hier wirklich frei. Das Problem ist, dass ich hier nicht wirklich gut... Naja, Moment mal. Das würde theoretisch gehen. Ich könnte tatsächlich von hier, wenn ich hier rüber gehe, sogar theoretisch mit allen dreien auch noch Gemüse nach Sacramento liefern. Ich müsste nur hier fahren. Na, hier überschneidet sich's. Ist nicht optimal. Können wir uns noch überlegen. Mit Milch versorgen. Könnten wir es theoretisch auch. Da müssten wir halt auch wieder irgendwie die Straßen, also die Schienen überkreuzen. Das ist eben etwas, was ich nicht so gern mache. John Bull erreicht 33 km/h, damit neuer Rekord. So, Gold Beach wird hier noch nicht mit Weizen beliefert. Sie haben einen Bedarf von 2,1 pro Woche. Schaut es mit Sacramento eigentlich aus, mit dem Bedarf an Fleisch. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht. Die produzieren momentan gar nichts. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht was bringt, wenn man die Auslastung ist bei 100%, wenn man die Größe der Industrie anpassen. Kostet 440, Alter. Okay, das könnte man uns für später überlegen. Prämie für neue Industrie. Nach 100, okay. 114 Tage, das ist ja grundsätzlich nicht so schlecht. Gibt es da noch andere Prämien oder nur die eine? Aber das ist cool. Ich dachte, dass diese Sachen nur am Anfang sind und dann nicht mehr. Also das ist dann eher eine ganz coole Geschichte.
So. Was machen wir noch als nächstes, Leute? Könnt ihr mal schreiben, wo wir wie noch verbinden sollen? Theoretisch könnten wir uns hier natürlich so ein bisschen weiter arbeiten. Nach Winnemucca, LK, Carson City. Hier wäre generell so die Möglichkeit, hier haben wir drei Städte relativ nah beieinander. Da muss man nur schauen, wie man hier durchkommt. Aber allgemein geht es, glaube ich, relativ gut, dass man diese Städte hier mal miteinander verbindet. Hier oben könnte man noch weitergehen. Aber das wäre, glaube ich, echt eine coole Geschichte. Hier ein Bahnhof und dann... Carson City und Winnemucca sind schon relativ groß. Ich würde es halt nur mit Personen machen, dann theoretisch vielleicht in die eine Richtung hin, in die andere zurück oder so. Das könnte man theoretisch machen, das könnte ganz cool werden. Dafür brauchen wir wahrscheinlich einiges an Geld, aber dass die einfach immer so hin und her fahren und wir dann den Personenverkehr hier mal abdecken, wäre schon nicht so verkehrt. Das Problem ist, das braucht echt viel Geld. Wir brauchen mal 200.000 allein für die Bahnhöfe, dann haben wir noch keine Schienen. Das könnte schwierig werden. Schaut's denn jetzt noch aus in Sacramento? Was könnten die noch brauchen? Also die Milch haben wir gesehen, Gemüse und Früchte. Jetzt schauen wir hier nochmal. Das mit den Früchten und Milch, das ist eigentlich eh so nahe. Das müssen wir ja irgendwie hinkriegen. Wir haben ja nicht mehr Platz für neue Gleise. Aber man könnte ja hier hinfahren einfach. Dann soll er sich's aussuchen und dann wieder zurückfahren. Beziehungsweise hier. Hier ist dieses eine Gleis, das ja sowieso nicht benutzt wird. Das ist das hier, oder? Genau. Gleisauslastung von 0%. Dass man mit dem hier... Dann müssen wir hier an Allen Station... Ah ja, hier müssten wir dann einmal drüber. Was nicht optimal ist. Ah, dann könnte man theoretisch bis hier runterbauen. Dann hätten wir mal die... das Gemüse abgedeckt. Ich würde aber eigentlich ganz gerne auch die Äpfel dann vielleicht sogar noch mitnehmen. Schwierig. Wisst ihr was? Man kann drei Bahnhöfe pro Stadt machen. Ich baue einfach einen neuen. Ich baue in Sacramento, weil das unsere Heimatstadt ist, einfach einen neuen Bahnhof. Dann bauen wir hier einfach dazu. Ist ja auch in echt so, dass es ja... in einer Stadt mehrere Bahnhöfe geben kann. Weil dann können wir das hier mitnehmen und das hier müssten wir dann rüber bauen. Das heißt, ich reiße den da drüben ab. Dadurch kriegen wir die 50.000 zurück und baue hier einen neuen Bahnhof hin. Ich baue ihn aber hier hin, weil das Rind brauchen wir von unten eigentlich nicht. Genau, so machen wir es. So. Dann würde ich sagen, bauen wir den gleich voll aus, oder? Boah, das kostet 300.000. Nee. Was müssen wir nach Sacramento bringen? Wir brauchen zum einen Äpfel, zum anderen Gemüse. Das werde ich nicht zusammen machen. Denke ich mir mal. Die Früchte könnte man relativ einfach machen. Für das hier braucht man fast eine Strecke zum Runterfahren und eine zum Rauffahren. Machen wir vielleicht das mit dem Apfel zuerst, weil das ist irgendwie näher. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Also. Mal schauen, dass wir hier noch durchkommen. Aber ich glaube, hier kann man durchbauen, oder? Ne. Okay, ein bisschen Platz haben wir auf jeden Fall noch. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Und dann fahren wir hier. Ach so, Moment mal. Ganz so nah hin will ich nicht.
Wie viel Platz haben wir da? Nicht genug. Ich muss kurz was abreißen. Ich finde, das mit den Markern ist richtig gut gelöst. So. Hier so ein bisschen an dieser Industrie vorbeifahren, das ist echt nicht optimal. Aber sonst können wir da nämlich nichts mehr dazu bauen. So. Zeit haben wir noch genug. So. Weil dann bauen wir hier eigentlich eine Dreierschiene. Ah, die kostet wieder extrem viel. Ich brauche eigentlich eh nur. Hier quasi mal den Bau nur mal so als Platzhalter. Das ist dann quasi das Gemüse von unten. Und da kommt von hier daneben jetzt mal. Mal schauen, wie. So. 18.000, das schaut gut aus. Dann kann ich hier die Schiene nehmen. Und hier eben einfach auf das dritte Gleis. Das ist wieder relativ intensiv vom Geld her. Achso, und ich habe die ganze Zeit pausiert. Nicht so clever. Jetzt eigentlich ganz gern so machen. So ein kleiner Tunnel wird zwar kein Problem finanziell, ist aber irgendwie bescheuert. Mal kurz, ob man da gleich. Ich baue das hier einfach gleich weiter. Ups. 109.000, ja. Das ist echt teuer, alles miteinander. Wir haben mal ein bisschen laufen lassen, brauchen Geld. Übrigens sind da oben, ist da oben schon wieder ein Forschungspunkt. Das könnte man machen. Brückenbau einfacher und sicherer verringert die Kosten für Brücken. Erlaubt Lagerhallen. Erhöht die Anzahl der Passagiere in allen Städten. Das ist halt die Frage. Oh, wie cool. Sobald nach 1840 eine Forschung freigeschaltet wurde, kann die Ware Chemikalien von Städten nachgefragt werden und Papier. Okay, das ist echt cool. Ich finde, das mit der Forschung ist schon ganz cool gelöst. Ich muss leider jetzt gerade ein bisschen laufen lassen. Aktionssitzpolsterung, da können wir jetzt nicht mitmachen. So, jetzt habe ich gar nicht nachgesehen oder weiß nicht mehr genau, wie es ist mit dem. 15 Wochen Laufzeit hat der Zins, hat diese Anleihe noch. Könnte jetzt theoretisch sofort zurückzahlen, mache ich aber nicht. Muss man das, ist das nicht wie ein Kredit mit Monatsraten? Ah, am Ende des Laufzeits wird die komplette Anleihe eingezogen. Okay, das heißt nichts mit Monatsraten. Das heißt, wir müssen das Geld dann am Konto haben, sonst sind wir im Minus. Super. So, wir haben 200 Punkte, das heißt, wir könnten hier gehen, reduziert die Kosten, die im Personalbüro für das Wohl deiner Mitarbeiter entstehen, um 5%. Haben wir schon was? Personalbüro?
Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Lokführer, Heizer, Zugpersonal, Sicherheit, Saboteur. Okay, die sind eigentlich... Die Stellen... Ah, okay, du musst schauen, dass die Stellen besetzt sind. Die Arbeitszeit kannst... Die Gehälter könnte man ein bisschen runterdrehen. Ich drehe da alles ein bisschen runter. Dadurch sparen wir uns jetzt ein bisschen Geld. So, wir sind bei 123.000. Ich würde diese Anleihe dann irgendwie gern zurückzahlen. Ich bin nicht der größte Fan davon hier. Und irgendwann müssen wir das sowieso machen. Unternehmenswert ist schön nach oben gegangen. So, 146.000. Also ein bisschen müssen wir noch warten, dann können wir das zurückzahlen. 3% Zinsen sind jetzt, ja, nicht so krass, aber trotzdem natürlich... Uns fehlen gerade... Ah, jetzt haben wir's. Strafzinsen. Weil ich sie vorzeitig zurückzahlen will. Aber mache ich jetzt dann trotzdem, damit wir das einfach erledigt haben. So. Kann ich nicht. Ah, in dem Moment ist Geld wieder weg gewesen. Jetzt haben wir's. So, Geld ist weg. Das heißt jetzt natürlich, dass wir weiterhin laufen lassen müssen, bis wir dann unser Zugnetz hier fertig bauen können. Aber gut zu wissen, das Ganze auf jeden Fall. Das heißt, jetzt wissen wir auch, wie das funktioniert. So, das ist dann hier, genau, das ist dann hier die richtige Linie, die Obstlinie, die wir dann als erstes nehmen. Für das einfache Hin- und Herfahren. Sacramento ist schon so krass irgendwie. Also ich glaube, hier wäre dieser Wartungsposten echt sinnvoll. Ich passiere immer unabsichtlich, kommt mir vor. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie passiert es. Erhöht die Maximalgeschwindigkeit aller früheren Lokomotiven bis einschließlich der John Bull um 5%. Das werden wir dann nachher machen, sobald es geht. So. Der Lokschuppen. Schön, dass man hupen kann. Da sieht man dann das, was noch nicht freigeschaltet wurde. Das heißt, das nächste würde dann Geschwindigkeit 41 km/h. Schauen wir mal kurz auf den Wartungsbedarf. 40%, die wird 60%. Und sie ist weniger zuverlässig. Also die John Bull... Die ist auch noch weniger zuverlässig. Na, schon blöd eigentlich. So, was könnte man hier generell? Das ist ja Wahnsinn, wie weit das ganze Ding da geht. Und das ist nur die Westküstenkarte. Albuquerque. Ist schon spannend irgendwie. Also, wenn du da so eine ganze Karte hast und die ganze Karte bebaust, das hat schon in sich. Aber schön, dass das jetzt gerade echt so ein bisschen besser läuft, das Ganze. Beruhigt mich irgendwie. Nachdem doch einiges schief gegangen ist in den letzten Parts, immer wieder mal. So, jetzt können wir gleich weiterbauen. 109.000. Das Problem ist damit... Sobald ich ins Bauen gehe, pausiert der. Das Problem ist ja, ich muss dann noch immer diese, das kann man mal machen, aber die Schiene hier fertig bauen. So lange kann man die Früchte noch nicht liefern. Und hier haben wir leider das Problem eines Tunnels auch noch. Außer... Ich glaube, da müssen wir in den sauren Apfel beißen. Das ist eh nur ein sehr, sehr kurzes Tunnelstück und so viel teurer als das, was ich vorhin gebaut habe, ist es nicht. Aber kostet halt wieder 112.000. Müssen wir wieder die Zeit ein bisschen runterlaufen lassen. Es ist viel Warten dabei.
Aber es macht trotzdem Spaß. Das Schöne bei Strategiespielen, gerade so Aufbaustrategiespielen wie dem hier, der jetzt nicht super schwer ist vom wirtschaftlichen her, wo du keinen Survival-Charakter oder was weiß ich was hast, das ist einfach schön, so gemütlich vor sich hinzubauen, ohne viel Stress. Und ja, da stören mich diese ganzen Wartephasen ehrlich gesagt jetzt nicht so. Also das passt schon ganz gut. Hier sehen wir zum Beispiel Bahnhofsgleise, Parallelgleise. Der Tunnel macht nur 5000 aus hier bei dieser Strecke. Wir müssen dann eh noch schauen, dass wir hier dann auch noch eine Versorgung haben irgendwie am Weg. Damit da dann nichts passiert. Aber wenn ich die Planung habe, bin ich schon mal halbwegs glücklich. Und da müssen wir sowieso schauen. Es ist eigentlich schon heftig, wenn man überlegt, dass man theoretisch in jeder Stadt alles zur Verfügung stellen könnte. Also das ist bei Transport Fever da ja auch ein bisschen angenehmer, weil da hast du einfach die Situation, dass du die Bedürfnisse für, also limitieren kannst. Einfach standardmäßig waren sowieso, glaube ich, 2 Bedürfnisse pro Stadt. Du kannst jetzt immer einstellen, dass sie mehr Bedürfnisse haben, aber dass du halt nicht immer überall alles brauchst. Und da ist diese Grundsachen, die brauchst du halt überall. So, nächste Gleisplanung. In der Zwischenzeit schaue ich nochmal kurz. 11 Bahnhöfe angeschlossen. So, wie es mir hier mit den Linien ausschaut. Green Bahnhof und LA macht Minus. Das wundert mich. Obwohl die hier den Zucker rüber transportieren. Ah, okay, jetzt hat er abgeliefert, das ist auch im Plus. Na gut. So, wir können jetzt endlich hier noch etwas nach Sacramento bringen, und zwar Früchte. Da nehmen wir auch die Grasshopper einfach und die fährt auf dieser einen Linie hin und zurück. Das ist soweit jetzt nicht so dramatisch, aber damit haben wir in Sacramento ein weiteres Bedürfnis abgedeckt dann. Das ist nämlich das hier. Aktuelle Lieferung durch Züge 6, 7, 8 geht gerade drauf. So, und dann, sobald dann die Möglichkeit besteht, wird noch ein bisschen dauern, können wir dann hier das Gemüse noch aufliefern. Schade, dass wir gerade hier den Tunnel brauchen. Aber eigentlich echt heftig, was ich da gebaut habe. Ein Versorgungsturm kann nicht alles abdecken. Wie kann denn ein Versorgungsturm maximal abdecken? Geht es dahin nirgends? Ah, hier geht's. Okay. Hier könnte man die alle versorgen. Ah, hier geht's auch. Dann nehmen wir gleich hier den Versorgungsturm, damit wir möglichst viel abdecken. Wartungsdepot haben wir eh in Sacramento. So, passt. Dann schauen wir, dass wir den Gleisbau hier weiter vorantreiben. Das heißt, wir müssen hier runter. Das sind schon mal 78.000. Das könnten wir aber eigentlich hier gleich dann anschließen. Dann sind es 89.000. Und dann bauen wir das Ganze nochmal doppelt. Dann können wir auch Gemüse liefern. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, diese Dinge anders zu lösen. Ich kann zum Beispiel das Gemüse hierhin liefern, nach Archer Stop, und kann dann sagen, okay, hier ist eine Lagerhalle und wir liefern dann das Gemüse über Archer Stop nach Sacramento zum Beispiel. Ich habe es jetzt trotzdem hier mit diesem zusätzlichen Bahnhof gelöst, einfach um mal das auszuprobieren, wie das halt ist, wenn man das zusätzlich noch macht. Ja. So, der hat 16.000 abgeliefert und fährt jetzt zurück. Und dann schauen wir mal kurz. 89.000. Das heißt, jetzt können wir das bald bauen. So ist es.
Jetzt brauchen wir noch das Parallelgleis. Ah, falsch. Hier unten sind wir, ja. Schöne Distanz. Bis nach hier. Das müsste jetzt eigentlich passen. Ich hoffe, das wird dann automatisch integriert, aber ich glaube schon. Was haben wir hier? Ja. Sieht nicht schlecht aus, aber kostet halt 141.000. Gut, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich werde in der Zwischenzeit das mal ablaufen lassen, ein bisschen noch vorlaufen lassen, dass wir diesen Abschnitt hier bauen können. Und dann wäre es schön, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.